Mittlerweile weiß selbst meine Oma, dass man im Internet durch Social Media Geld verdienen kann. Doch das meiste Geld verdienen Influencer schon lange nicht mehr durch YouTube-Ads oder Produktplatzierungen. 2022 wird die Marktgröße für Influencer-Marketing auf mehr als 13 Milliarden US-Dollar geschätzt. Mehr als doppelt so viel als noch 2019. Brand-Deals machen aber laut Medienberichten gerade einmal 31% vom Einkommen großer Influencer aus. Immer mehr Creator nutzen ihre Reichweite, um selber unternehmerisch tätig zu werden. Viele dieser Firmen machen schon wenige Monate nach der Gründung Millionenumsätze. Die Creator-Economy wird laut Medienberichten einer der größten Märkte dieses Jahrzehnts sein und daher wahrscheinlich auch eine Menge an neuen Millionären sowie Multimillionären unter 25 hervorbringen. Die meisten jungen Leute, die sich für Wirtschaft interessieren, lesen nicht mehr den Aktionär oder das Manager-Magazin, sondern folgen Finanzinfluencern wie einem Finanzfluss oder Aktien mit Kopf. Wenn ich Sport machen will, schaue ich mir Videos von Fitness-Influencern an. Ich hoffe jetzt wirklich, dass ich euch bzw. auch mich jetzt nicht enttäuschen werde. Statt ein Lifestyle-Magazin zu lesen, weil ich zu den Creator einen viel besseren Draht habe als zu anonymen Zeitungen oder Journalisten. Die Leute vertrauen der Person, die vor der Kamera ist und nicht der Marke im Hintergrund. Ich meine, gucken uns hier einfach mal schon allein das an, was in der deutschen YouTube-Landschaft in den letzten 3 Jahren oder so abging. Ich meine jetzt nicht die Casino-Thematik, sondern eigene Produkte und Marken von Influencern. In Deutschland, ach chillig, sind neben klassischen Influencern auch Rapper voll auf dem Film. Nicht nur hat mittlerweile jeder, der mal 100.000 Streams auf Spotify hatte, 5 verschiedene Shisha-Tabaksorten, Capital Bra, ich bin ja beim Fernsehen, Capital Bra zeigt auch schon sehr gut, wie man andere Produkte außerhalb des engeren Deutschrap-Kosmos vermarkten kann. Seine eigene Pizza und Eistee, die man in fast jedem Supermarkt kaufen kann, sind ein nächster Schritt und zeigen uns, was in Zukunft noch alles möglich ist. Oder gucken wir auch auf einen Ratar und sehen, was er aus seinem Köftespieß für ein Unternehmen gemacht hat, was ja eigentlich auch nur durch ein Meme im ersten Lockdown entstand. Ich glaube, ich gebe mir einen schönen Kebab, so einen schönen Köftespieß, weißt du? Nicht nur Rapper, auch jeder Influencer nennt sich mittlerweile Unternehmer. Gefühlt kannst du ja schon eine ganze Modeabteilung mit Klamottenmarken von YouTubern aufmachen. Mittlerweile wird es anscheinend ab einer gewissen Größe von einem erwartet, eine eigene Streetwear-Brand zu gründen. Doch woher kommt das Ganze? Und da muss man auch gar nicht lange suchen, sondern kommt direkt auf Justin. Ich denke, wenige hatten hier in den letzten Jahren einen so starken Einfluss auf die deutsche Streetwear-Szene so wie er. Und wenn wir über YouTuber-Mode sprechen, war er es auch, der den Grundstein für fast alle heutigen Brands in einer gewissen Weise gelegt hat. Sein Unternehmen Peso ist in den letzten Jahren zu einer der aufstrebendsten Brands in ganz Europa geworden und mittlerweile ein Multimillionen-Business. Leider gibt es wenig öffentliche Zahlen zu Peso und eine Rechnung mit vielen unbekannten Variablen mag der Faktenchecker nicht. Wir können aber sagen, dass Justin wahrscheinlich zu den bestverdienendsten deutschen YouTubern gehört und sein Unternehmen Peso ein perfektes Beispiel dafür ist, wie Content Creator aus ihrer Nische heraus Unternehmen aufbauen können. Auch in den Top-Plätzen spielt Bibis Beauty Palace. Gut, jetzt nach der Trennung wird's erstmal teuer und die Scheidungsanwälte freuen sich, aber auch sie hat sich ein Imperium verschiedener Produkte aufgebaut. Laut Medienberichten machte ihre Duschgel-Marke allein 2016 über 12 Millionen Euro Umsatz. Die Produkte kann man in fast allen DM-Filialen kaufen und seit 2016 gibt es ja auch mehrere neue Produkte, weshalb der Umsatz in jüngster Vergangenheit wesentlich höher ausfallen dürfte. Wer schon vor seiner YouTube-Karriere Unternehmer war, aber durch seine Reichweite auf Social Media diese nutzte, um sein Kerngeschäft weiter zu befeuern, ist JP Performance. Selbst jemand wie ich, der null von Autos versteht, geschweige denn sich dafür interessiert, ist der Mann ein Begriff und ich behaupte einfach mal, er ist der bekannteste seiner Branche. Durch seinen YouTube-Erfolg kam er nicht nur in dutzende Rollen in TV-Shows und Serien, sondern hat 2017 auch sein eigenes Restaurant eröffnet und sein eigenes Rennteam gegründet. Beim Rennteam ist er aber 2020 wieder ausgestiegen. Natürlich hat er auch seinen eigenen Merch und ein Automobilmuseum. Was sonst? Ach ja, und wenn dir diese Art von Videos gefällt, dann lass doch ein Like da und abonnier den Kanal. Wenn wir jetzt aber mal weg von Deutschland in die USA schauen, sehen wir, dass in Deutschland das alles irgendwie nur Peanuts sind. Ein Logan Paul machte mit seiner Merch-Marke Maverick im ersten Jahr zwischen 30 und 40 Millionen US-Dollar Sales. Ein Mr. Beast hat mit seiner Burgerkette, welche er mal irgendwie so nebenbei casually gelauncht hat, mittlerweile mehr als 300 Locations und macht damit mehr als 30 Millionen US-Dollar Umsatz. Eine Kylie Jenner hat mit 23 51% ihrer Firma verkauft von Kylie Cosmetics und dafür 600 Millionen US-Dollar bekommen. Aber nicht nur YouTuber und andere Content-Creator schaffen es mit ihrer Reichweite enorme Unternehmen aufzubauen, auch andere Promis sind damit sehr erfolgreich. George Clooney zum Beispiel hat seine eigene Tequila-Marke namens Casamigos und diese hat er 2017 ganz entspannt für 1 Milliarde US-Dollar verkauft. Auch Jessica Alba hat mit ihrem Unternehmen The Honest Company 2021 über 80 Millionen US-Dollar Umsatz generiert und ist damit sogar an der Börse gelistet. Nice.
Apropos Börse, wenn ihr euch für Wirtschaft und Finanzen interessiert, dann abonniert doch den Kanal und gebt dem Video einen Daumen hoch und hier könnt ihr euch noch ein anderes Video von Funk anschauen.